Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Blick auf Europa, das Woche von Straßburg. Was hat der spanische König, die deutsche Bundeskanzlerin und den französischen Präsident François Hollande, was haben die gemeinsam? Können da so ein Major, dass sie Persönlichkeiten, das ist auch der Fall gewesen, dass sie das Woche zu Straßburg für eine Plenarsession vom Europaparlament geschwärt haben. Und das, wie ich fand, mit einer ganz großen Überzeugung. Den spanische König hat als besonders auf Flüchtlingsproblematik angegangen und hat einen Appell gemacht, dass man das müssen zusammen umgehen und dass man das auch werden packen. Wie gesagt, die Solidarität als gefrorenen Moment an Europa, nicht nur an dem dritten Problem, aber auch an alle anderen Problemen, wo man am Anfang mehr zusammen müssen machen, für vier uns zu kommen, wie das geht für einen an seinem kleinen Eck etwas lang für sich zu machen. Auch die deutsche Bundeskanzlerin hat an die europäischen Werte appelliert, also hauptsächlich Menschenrechte, hauptsächlich auch Menschenwürde. Und das ist natürlich auch auf die Flüchtlingsproblematik angegangen, wo Deutschland ja eine ganz wichtige und eine ganz große Rolle spielt, weil sie eigentlich die sind, die im Moment durch ihre wirtschaftliche Situation gefroren sind bei den Leuten. Natürlich ganz viele Leute wollen an Deutschland abwandern, wollen sie auf Haus fassen, weil sie natürlich an ihren Ländern Krieg haben, weil sie Verfolgung haben, weil sie da müssen fort. Sind natürlich aus Europa ein Ziel für sie, und besonders Deutschland ist in dieser Hinsicht ein attraktives Ziel und noch gefroht. Der französische Präsident Hollande hat auch einen Appell gemacht, aber auch hier nicht auch ganz viel darauf hingewiesen, dass aber auch eine Notwendigkeit besteht, für an den Ländern direkt Hilfe zukommen zu lassen, wie zum Beispiel Syrien selber, wo eine Lösung muss gefunden werden, wo wir auch am Gang sind, militärische Mittel sind noch nicht ausgeschlossen, werden am Endeffekt auch müssen gemerkt werden, bei allem Bedauern, wer den noch kann dafür haben, es wird nicht ohne das gehen. Dann natürlich aber auch Libanon, Jordanien, auch in allem Türkei. Die Türkei spielt hier eine ganz wichtige Rolle, wo Europa am Anfang auf die Türkei muss zugehen und auch denen Hilfe gehen, weil 2 Millionen, wie gesagt, an der Türkei, an denen Kahn da sitzen, und eigentlich mal nicht genug haben für den täglichen Tag zu überbrücken mit Essen. Und ich meine, da ist direkt Hilfe auch von unserer Seite gefordert. Und das war auch ein Thema, wie gesagt, von denen drei und auch vom Präsident François Hollande. Eine Sache, die wir auch das Woche nach hatten, ich meine, das ist der Globalisierungsfonds, da haben wir 3 Mesuren gestimmt. Das ist für den, dass der Globalisierungsfonds ist ja ein Fonds, den Hilfe gibt und die Arbeiter, die am Fonds an den Betrieben müssen nicht losgehen aufgrund von der Globalisierung. Und da ist der Automobilsektor direkt betroffen, aber auch der Fluchtsektor. Und so hat Opel, Bochum, Ford zu Genk und auch Alitalia an Italien, wie gesagt, hat 14,6 Millionen zugeschwert gekriegt von uns, für den Arbeiter direkt zu helfen. Das geht nicht an die Betriebe, sondern das für den Arbeiter durch weitere Mesuren, durch Umstrukturierung, durch Umschulungen, für deren Fußfassen an einem anderen Sektor. Das ist ein Fonds, der regelmäßig beansprucht wird und der auch immens wichtig ist. Dafür will ich an Heinz darauf hinweisen, dass auch diese Sachen einfach hier so, wenn das doch nicht an der Aktualität ist, dann ist das einfach ein ganz wichtiges Dossier, das wir hier gestimmt. Dann natürlich auch eine Verordnung von 2007, das ist für die kleinen Streitigkeiten über die Grenzen heraus, für die besser in den Griff zu kriegen, für dass das nicht große juristische Probleme gibt, auch für die kleinen und Mittelbetriebe, aber auch für die Privatleute enorm kosten und immens Zeit kosten. Da muss es noch Besserungen geben an der Direktive, und auch das haben wir, wie gesagt, auf den Weg geschickt. Ich komme dann nicht allein zum Schluss nach einem korrupten VW-Skandal zurückzukommen. Auch das war hier am Plenum ein Sujet. Wir hatten Kommission, wir hatten Kommissarin invitiert, für Rede und Antwort zu stehen zu dem ganzen Skandal. Für uns ist es Betrug und das inakzeptabel, was da geschieht ist. Ich meine, das ist auch in der Zwischenzeit mehr bekannt. Wie ich 44 Tage heute darauf angegangen bin, da war noch nicht so viel bekannt. Da war ich, die ganzen Ausmaß war eigentlich noch nicht bekannt. Im Moment schwätze ich in Karimont von einer Existenzkrise von VW. Das kann dazu feiern, dass, wie gesagt, der ganze Konzern extreme Schwierigkeiten kann. Bis zu 80 Milliarden gerechnet, was das juristisch, lang juristisch nachfolgen kann. Ohne zu schwätzen,
von Norrüstung, von den Motoren, auch nicht zu schwätzen, von dem Image verloren, den das Ganze auch für den deutschen Automobilsektor hat, nicht nur für VW, mehr auch darüber raus. Aber wir als hier ganz stark immer für den Sektor angesetzt und auch für die Industrie im Allgemeinen, dann ist das auch ein Rückschritt, den extrem schwer für uns zu verdauen. Also ich meine, die Leute, die am Industrieausschuss sind, die haben sich aber in der letzten Zeit viel Gedanken gemacht, viele Mesuren auf den Weg geschickt, für die Industrie zu stärken. Und dann ist also so eine Mesur, die geht natürlich geht in ihrem Zurück, und das ist extrem bedauerlich. Es wird aber auch, wie gesagt, nicht dabei bleiben, es wird ja weiter analysiert. Wir haben eine Kommission am Anfang herausgefordert, aber wenn ich so mir, da wären das direkt vier Komitee, das war erstens der Transportausschuss, das war auch der Verbraucherausschuss, das war der Environnement, alles, was man Environnement zu tun hat. Das sind die Ausschüsse, die sich konkret um das Sujet kümmern und auch behandeln. Und wir, wie gesagt, haben die Kommissarin gefordert für eine ganz Partie Frauen, die sich noch immer stellen. Und ich muss sagen, die Kommission war relativ blatzig an der Sache. Die haben eigentlich nicht nichts gezielt, doch keine direkten Pisten abgezielt. Hoffersicht zu so, ja, muss noch analysiert gehen, wir müssen noch eine Plattform gründen, wir müssen erstens mal analysieren, dann muss man gucken, wie es weitergeht. Aber immer nur gucken, das heißt, wir sind eigentlich da nicht zufrieden rausgegangen, aber wir werden doch nicht dabei los. Das heißt, wir werden da weiter Druck machen, für, wie gesagt, dass die Mesuren kommen, für die Tester erstens mal realitätsmäßig zu machen. Das heißt, nicht nur an den Laboren, mehr auch in Wirklichkeit um Terrain selber. Das heißt, was die Autos ja am Anfang ausstoßen, in Wirklichkeit am täglichen Alltag, am täglichen Verkehr. Was ja extrem schlimm ist, nicht nur für die, nicht nur für die Konsumation, wo ja hier am Anfang der Konsument, den so ein Gefühl hat, eigentlich mal direkt betrogen ist, weil er mehr verbraucht hat, aber auch besonders auf die Gesundheit. Weil das, was da von Stickoxiden ausgestoßen ist, das hat eine direkte Auswirkung auf den Mensch, auf die Umwelt, aber auch besonders auf den Mensch, auf die Atmungsorgane. Das heißt alles, das feiert zu ganz, ganz viel Schade im Nachhinein, weil es lohnt nicht direkt zu müssen, dass man hier nur dabei könnt. Und dann natürlich auch der Staat, also die Regierungen, sie betrogen, was CO2-Emissionen anbelangt. Weil das heißt, auch da ist es eine komplette Verfälschung. Auch da gehen dem Staat so viele Steuern längst nur. Und wie gesagt, du hast noch nicht das letzte Wort geschwärt. Die Entwicklung wird nach weitergehen. Die Kommission hat auch angekündigt, andere Sektoren in den Lob zu holen, weil das heilo ein Automobilsektor natürlich. Aber das ist aber auch der Sektor vom Elektroménager, das heißt alles, was Stromverbrauch an dem Sektor anbelangt. Auch da sind verschiedene Pläne gekommen. Auch da sind verschiedene Firmen, die lo am Kreuzfeuer stehen, die eigentlich auf ihren Hersteller angeben, auf ihren Donnern, die sie auf den Prospekten haben und auf den Verkaufsverträgen haben. Das heißt, dass die der Wirklichkeit nicht entsprechen, was so ein Apparat in Wirklichkeit für Strom konsumiert. Da sind lo verschiedene Agenzen, aus Schweden zum Beispiel hat eine Agenz abgeworfen, die haben Samsung Flachbildschirme getestet und die haben herausgefunden, dass auch dort drückiert wird und dass auch da, wie gesagt, noch nicht das letzte Wort geschwärzt, dass das Sektor lo auch viel mehr in den Club wird geholt gehen. Und wir hoffen dann, wir werden noch dahinter bleiben, dass die Kommission nicht so lange braucht wie am Automobilsektor. Weil da wäre noch 2007 schon, und das ist unakzeptabel, dass schon 2007 die ersten Rümmer und noch die ersten Gespräche und noch die ersten Pläne eigentlich schon gekommen sind. Und da kann ich ja am Anfang auch nicht glauben, dass die Kommission und auch die anderen Länder und die Kontrollinstanzen das nicht sollen gewusst haben. Also das glaube ich mir jedenfalls hier im Parlament nicht. Wenn natürlich das gewusst war, wo wir davon ausgehen, dann muss auch das Konsequenzen haben. Es kann nicht mehr sein, dass am Konzern selber Konsequenzen hat, aber dann muss es auch andere Konsequenzen haben außen von den Agenzen, die das da wussten. Und dafür fordern wir, und das ist eine von unseren Forderungen, die schon lange geht, für mit Notdruck ein neues Testverfahren, wie es auch in anderen Ländern schon nicht in Europa, aber in Amerika zum Beispiel auch gewandt wird. Und das ist ja ein Grund, für was es hier rauskommt und für was es hier thematisiert wird, weil die viel mehr strenge Vorschriften haben.
En dat is eigenlijk de automobielindustrie die hij blokkeert, dat besonders die Duitse automobielindustrie wordt hij blokkeert, voordat het niet schon aan de praxis zu der neuen Verordnung, zu der neuen Gesetzgebung kommt. Die hat soll in 2015 schon, sie hat schon 2013 so eine Kraft drin, dünn 2015, log immer verträgt ob 2017, aber wie gesagt, wir werden mit Notdruck durch die bleiben, weil wie gesagt, auch das können wir nicht einfach so weiter akzeptieren, das ist ein Skandal. En hoe het ook sociale uitwerkingen naar dat is voor mij bijzonder bedauerlijk. Dat is door werken, werken niet alleen komen van de VW-concern abusen erleidt. De moment dat het op de beurs, maar dat werd ook aan de productiezuilen werd dat ze zo rumspelen, spiegelen enzovoort. Dat is door werken nog leid moesten die arbeidsplaats verliezen. Ook dat is extreem bedauerlijk. Maar ook, wie gezegd, op de wereld. Wat hoort dat voor een werk dat Europa zich extreem eergeizig zielen gaat van omwereld, verbeteringen van het klimaatwandel en gegenwerken. Wann op de andere Seite so Machenschaften, ich will nicht so toleriert gehen, mir aber gemacht gehen, getätigt gehen, aber wenn du nicht die nötigen Kontrollen durch sie für das Toten an den Griff zu kriegen. Dafür fordern wir, wie gesagt, hängen unabhängig, und ich betone das Wort unabhängig, weil im Moment sind die Tests alle guten an den Laboren von den Automobilkonzernen, respektive von den einzelnen staatlichen Agenzen, und das geht nicht so kontrolliert, wie wir uns das vorstellen. Hängen unabhängig europäische Behörden, die das auch in Zukunft werden kontrollieren. So viel von Straßburg habe ich meine, das sind noch ein ganz paar die anderen Dossier. Das ist, ich schaffe ja nicht ob all, an all Komitee, nicht auf all Dossier. Dafür machen wir immer eine kleine Selektion von dem, wo ich darauf geschafft habe, wer da ist beschäftigt. Das wird nicht so an der deutschen Aktualität, das ist aber dafür gerade so wichtig. So, ich merke euch für Straßburg, bis die nächste Woche.